mal erklären. Denken, es ist sehr, sehr einfach. Die Metaphern, du hast da mal Vorstellungen. Ich muss immer vorneweg sagen, ich erkläre es jetzt dem Geist, der sich eine eigene Welt ausdenkt, einem träumenden Geist, da steckt alles drin. Diese Beispiele, wohin die auftauchen, sind, wenn ich jetzt sage, 1999 ist die Matrix, der Film Matrix, den wir uns jetzt in die Vergangenheit denken und wir denken uns jetzt aus, dass der 1999 entstanden ist. Alles, was entsteht, entsteht jetzt. Wenn das nicht hundertprozentig installiert ist, dass dir das jeden Moment bewusst ist, wirst du das sowieso nicht verstehen und du wirst dich immer narren. Das ist definitiv so. Alles, was du Geist zu sehen bekommst, ist letztendlich das, was du träumst. Es befindet sich in dir. Jetzt musst du noch wissen, dass wenn du Geist bist, denkst du mit Lichtgeschwindigkeit. Bei Lichtgeschwindigkeit fällt alles in einem Punkt zusammen. Es befindet sich alles in einem Punkt. Das heißt auch deine Traumwelt. Darum ist es wichtig, dass du zwangsläufig, wenn du dir jetzt was ausdenkst, haben wir zuerst einmal die Ebene, wir haben den absoluten Nullpunkt, der oben halt, bevor er geknallt hat. Und in dem Moment, wo er knallt, das kleine Bild bitte unten mit anschauen, haben wir jetzt noch nicht, ich habe noch nichts eingeschaltet, Entschuldigung. Nee, du hast Dann groß. platzt es auf und das, was ich jetzt als erste Welle nenne, das nenne ich innerhalb und außerhalb. Das heißt, du denkst jetzt, das innerhalb ist das, was du dir in deinen blauen Kopf reindenkst und das außerhalb ist das, was du dir ausdenkst. Beides befindet sich aber in dem Punkt. Der Punkt ist reiner Geist, der sich ständig im ständigen Wechsel Lichtgeschwind die Informationen verändert. Und jetzt mit dem Spreizen, dass du das Innen und das Außen spiegelst, diese Struktur als Ding an sich, und jetzt bitte genau zuhören, jetzt müssen wir nämlich, wenn wir uns jetzt 200 Gramm rote Knete vorstellen, dann denken wir uns das in das Außerhalb. Das ist jetzt einfach einmal, als Ding an sich ist es ein Klumpen, nenne ich das einmal, 200 Gramm rote Knete. Das ist jetzt ein Ding, das sehen wir, weil wir uns das vorstellen, und diese Knete hat eine Form. Und diese Form als Ding an sich ist eigentlich nichts. Ich sage, das ist nur die oberflächliche Kontur der Knete, die aus der Knete einen Würfel macht oder Kugel macht oder Figur macht oder Brezel macht. Es spielt keine Rolle. Diese Form der Knete ist die Information, wo ich sehe, weil ich ja selbst diese 200 Gramm rote Knete bin und ich war eingehüllt mit diesen Konturen. Aber in dieser Vorstellung ist die Kontur eigentlich nichts. Ich merke jetzt bloß, dass ich mich einmal eckig, kantig mache, als Kegel mache, als Kugel mache, als Figur mache, egal was. So, das ist immer das Erste. Das heißt, du hast jetzt in deiner Peripherie, das heißt, Peri heißt um dich herum, hast du hier Formen. Ich nehme jetzt ganz abstrakt eine Form, das sind deine Informationen, die du aber nur einseitig siehst. Ich sage zuerst einmal von den 8 Seiten, ich sage jetzt 8 Seiten, das vor dir. Hinter dir, rechts, links, oben, unten. Du siehst immer nur eine Seite und die anderen sind zwangsläufig da. Wenn wir jetzt das natürlich doppelt spiegeln, aber jetzt rein von den Ruach, die 4 Himmelsrichtungen. Und da wird es jetzt schon interessant, weil der blau geschriebene Ruach, also heißt ja zum einen Wind und zum anderen heißt es Geist. Wenn wir das so schreiben, ist es der Kopf. Das R ist eine verbundene Kollektion. Wenn wir es blau machen, ist es eine Berechnung, wird eine aufgespannte Kollektion, weil jedes Bild, das du siehst, hat ja wieder in sich selber Unterschied. Und jetzt ist ja die 4 Weltgegenden, weil du genau genommen eigentlich bloß immer die 1, die 2, These, Antithese und die Synthese, die du dir bewusst machen kannst, gleichzeitig siehst. Ich war schon wieder zu kompliziert, weil was ich jetzt erklären will, ist dieses Innen. Es sieht da so aus, wir denken uns jetzt diese 200 Gramm rote Knete als Ding, der geben wir eine Form und die Form ist jetzt, wie gesagt, eigentlich nichts. Es ist nur eine Kontur, eine oberflächliche Unterschiedserscheinung. So, das spiegeln wir jetzt. Das heißt, du musst jetzt das vollkommen, das Äußere, diese Kontur, geht dann nach innen und der rot geschriebene Geist, die 200 Gramm rote Knete, werden das Außen. Diese 200 Gramm rote Knete, die wir uns jetzt als Gegenstand, als Objekt ausgedacht haben, werden zu nichts. Und diese Kontur, die in Bezug auf die Knete eigentlich nichts ist, wird jetzt zu etwas. Und das ist jetzt das, was du in einem Traum siehst. Aber was ist es als Ding an sich, wenn du träumst? Es ist einfach nur, es sind Illusionen in einem Traum, Illusion, die genau. dir vollkommen real erscheinen, wenn du unbewusst bist. Der ständige Wechsel von Informationen spielt sich aber, weil er sich lichtgeschwind abspielt,
in diesen absoluten Nullpunkt da. Absolut, ja. Und das ist jetzt das, was ich jetzt gerade reingestellt habe, noch, wo du mich anrufst. Ich bin jetzt wieder normal raumzeitlich. Ich schalte ganz, ganz kurz einmal hier das Dein Beginnen ein. Da können wir jetzt gleich einmal nochmal dieses Bild nehmen. Guck mal, ich mache dich einmal weg. Ja. Das ist jetzt hier, was ich in deinem inneren roten Go. Und das Ja. ist ja dieses rote Go, wenn wir das anklicken. Das ist ja der Bauch rot geschrieben. Ja. Und das ist auch das Innere und die Körperschaften, das Rot-Blau. Das heißt, im Geist verbunden oder der Geist wird sowas doppelt auf, geistig aufgespannt. Ja. Das ist das Spiel, wo sich hier abspielt. Schau mal, dieses Go hat übrigens den Totalwert 9, das ist der Spiegel und den äußeren Wert, das ist die Spiegelung. Spiegelung, hört zusammen. Im Pyramidenwert kommst du jetzt in die 12, was auch 1, 2 zu lesen ist und das heißt aufblühen. Ja. Okay, jetzt muss ich da wieder zurück. Und da habe ich jetzt, das ist ein Auszug aus Dark. Ja. Der ist ja ganz neu. Dark ist ganz interessant. Es gibt ja keine Zufälle, wenn ich was einspiele. Ich habe jetzt das nochmal eingestellt, was man wirklich fühlt. Da habe ich so viel reingepackt, dass also hier das symbolisiert jetzt das da mal. Unsere 43 ist der Magier. Dann wird das Blau wird es zu einer Gehirngestaltwerdung. Das kann man übrigens auch noch schauen, was das heißt. Das macht dann auch einen Sinn, wenn man Fantasie hat. Dann haben wir ja als 4-3 gelesen den Jupiter, der auch gleich der Glücksgott ist. Dann haben wir hier diesen Gatt, den Jupiter, der sich spiegelt und dann wird er zu einem F-Ish. F-Ish Ja. ist eine Facette, ein Face, wird Ed, wird jetzt zeitlich wahrgenommen und das ist unser Symbol für den Fisch. Ja. Dann habe ich hier, dass man ja das je nachdem, wie man das lesen, auch Ach lesen kann, das ist der Bruder. Bruder. Und jetzt hast du ganz interessant, da hast du jetzt den Ach, den roten Bruder. Jetzt wir lesen von links nach rechts und die Schöpfung. Du siehst jetzt immer in unserem J haben wir immer unser kleines J, den Intellekt und gespiegelt mit dem Waff dazwischen. Ja. Wo ich immer wieder noch darauf hinweise, dass das genau genommen, wenn man dieses J-Zeichen nimmt, ist das ein kleines J und ein gespiegeltes J und dieser Strich ist das verbindende Waff. Da steht schon Jahwe, da steht schon 26, ist eine Genau. Lektion. Ja. Und da sage ich jetzt einfach, das ist IUB Gott und Ja. IUB jetzt als Brösel, als Face, als ein Gesicht, das in Erscheinung tritt in dir. Zum Beispiel das Pixelmännchen, wenn du dann auf den Monitor schaust, aber das ist ja kein Mensch. Mensch ist rot. Ja, genau. Und jetzt kommt das 43. Palindrom ist 343. Und jetzt müssen wir den Trick machen, dass diese drei, da haben wir jetzt so ein bisschen rumgespielt, um das zu finden. Da haben wir jetzt das da mal drei gespiegelt. Dann haben Genau. wir diese vier in der Mitte jetzt griechisch geschrieben, als Delta. DL geschlossen ist der Gott. Interessantes Zeichen heißt der Delta. Ja, Wenn ich das jetzt hinschreibe, kann ich schon DL heißt, diese vier sind geschlossen geschlossen. und dann kommt ja Ja. Ta und das Ta ist der Wachraum. Ja. Das könnte ich jetzt noch mit reinpacken. Du musst wissen, wenn ich sage, jedes Wort für mich müsste ich 400 Seiten erklären, dass du das Wort verstehst. Ja. Diese erscheinende Schöpfung ist doch in diesem Delta im Zentrum. Das, was Ja. ich gerade erklärt habe. Ja. Und darum habe ich jetzt hier die Reihe, habe ich jetzt dieses Delta, diese vier. Und wenn du dir jetzt was denkst, dann ist es ja in dir drin und das denkst du dir dann aus. Das ist es innerhalb, ist diese drei und die drei, die Ja. du dir ausdenkst. Jetzt pass Ja. auf, darum habe ich jetzt hier ganz klar gemacht, gespiegelt sind vorne drei, vorn ist immer links umgedreht. Auf Ja. der linken Seite, dann haben wir hier dieses Zentrum und H, die Quintessenz ist das göttliche Sein, das Immerseinende E-Quadrat. Das Quadrat steht für JCHICH, weil jetzt wird ja das praktisch, du brauchst ja die 10, denn Englisch, dieses Ich-Ich-Sein heißt, das JCHICH werde jetzt zu einem roten Ich, das in Verbindung mit einem blauen Ich steht, weil ich Ja, den Träumen anfange. genau. Und jetzt ist das Schöne hier, schau das Dark, das Zeichen in der Erklärung. Da haben wir jetzt die zwei E Ja. und in der Mitte steht ND. Ich kann jetzt die innen rot machen, dann heißt es das Sein geschlossen, das Immerseiende geschlossen, eingebaut in diese zwei EE. Und wenn ich es rot mache, heißt es, Entschuldigung, das Immerseiende geschlossen, Sein geschlossen. Und wenn wir es blau machen, ist es die existierende Öffnung. Und da wissen wir, das heißt Auf- und Abschwingen in der Transversalen. Absolut. Und darum ist jetzt das. Vorne, was du dir jetzt ausdenkst, vor dich hinstellst, ist These, Antithese, Synthese. Vorn.
Das heißt, wenn du jetzt, mein Beispiel, in ein Zimmer stehst, Z im Meer, die Geburt im Meer, und du schaust in eine einzige Zimmerecke rein, dann hast du zwei Wände und eine D-Ecke, eine geöffnete Ecke, die Zimmerdecke. Denk an die vier Weltgegenden. Ja. Du schaust in diese Ecke rein und dann siehst du dich gespiegelt und auf dem Kopf stehend. Ja. Und du weißt, wenn du in dem Zimmer rumläufst, und wir sagen jetzt, die beiden Wände und die Decke wäre ein riesengroßer Spiegel, also zwei Wände als Spiegel und die Decke als Spiegel, dann würdest du dich sehen und du bist dann genau in der Ecke, und zwar ist dieser Punkt, wenn du hochschaust, siehst du dich gespiegelt auf dem Kopf stehend und richtig, die Ecke befindet sich genau zwischen deinen zwei Augen. Das ist der Bindu-Punkt. Wenn du jetzt in dem Zimmer rumläufst, wirst du feststellen, du kannst es nicht verändern, du wirst mit deinem Kopf immer, der Punkt wird immer in den zwei Augen bleiben. Wo ich sage, wenn jetzt da eine Gruppe in dem Raum steht und die würden alle hochschauen in die Ecke, wird jeder behaupten, ich bin im Zentrum. Ja. Das ist diese ganz tiefe Metapher, aber das muss man verstehen. Ja. Gut, das steckt da alles mit drin. Und jetzt haben wir hier These, Antithese vor uns. Ich gehe da gleich nochmal drauf ein. Das heißt, das sind drei, das sind diese Hierarchien. Immer der vierte muss weg. Darum ist ja das Interessante, dass das Wort drei im Griechischen die vier ist. Der rote vierte, der das abschließt, ist der geschlossene vier. Kleinen Moment, ich muss ganz kurz aufmachen. Gerne. Ja. So. Und jetzt pass auf, dann haben wir hier unser Zentrum, unser Imaginäres und die Hinnenreihe. Das sind also insgesamt, sagst du mal, was mir hier spiegelt, sind diese Tetraederspiegel, und das steckt da schon mit drin. Da gibt es keine Zufälle. Alles, was in dir auftaucht, kommt aus dem Matrix-Programm. Absolut. Was jetzt hier wichtig ist, darum nenne ich das ist jetzt hier dieses Ein, dieses nicht existierende E-Quadrat-Sein. Das heißt J-C-H-I-C-H-Sein. Als J-C-H bin ich ein absolutes Nichts. Ich muss das zu einem roten Ich werden in Verbindung mit einem blauen Ich, das eine Traumwelt beginnt. Habe ich jetzt hier violett geschrieben, eingemacht ist 8. Ja. Das ist die große Kollektion. Ja. Und du siehst jetzt plötzlich, das liest es als plus 1 und als minus 1 gibt ja eigentlich nichts. Genau. Und in der Mitte sind jetzt diese zwei, die wir uns jetzt ausdenken, die verbunden eine 8 gehen. Das können wir jetzt auch ein Unzeichen lesen. Richtig. Das ist auch eine 8. Ja. Und wenn wir das jetzt flächig denken, ist es im 2D-Bild diese 181. Und darum heißt das ist in der Ecke. In diesen 8 Spiegelstern spielen sich unsere IG, das ist der Geist, das E-Quadrat, J-C-H-I-C-H, nennen, die kann man dann nachklicken, imaginären Dark-Moten-Leben ab. So, und jetzt gehe ich da wieder zurück. Das ist nämlich hier, das sind jetzt Auszüge aus Dark. Ich habe hier heute schon einige Auszüge gemacht. Ja, habe ich gesehen. Das ist der Ursprung. Schade, da gibt's, ich lasse keine Zufälle zu, glaube ich nicht. Wenn einer sagt, so viele Zufälle, ich scheiße euch mit Zufällen zu. Ja. Das sind diese Sätze. Das ist übrigens interessant. Da gibt's ja, es ist ja so extrem verworren in dem Dark, wenn man das nicht intensiv studiert, aber wichtig ist, die eigentlichen Hauptpersonen im Dark. Und ich mache das einmal ganz, ganz kurz. Da gehen wir jetzt hier auf der Wikipedia. Dark. Wir wollten jetzt so lang machen, die Fernsehserie. Ganz nebenbei, da wird jetzt hier ganz 26 Episoden in 3 Staffeln. Alles klar. Okay, alles klar. Und das ist jetzt ein minimaler Stammbaum, der geht noch wesentlich weiter. Wir können jeden einzelnen Namen, der Doppler, der Band-Doppler, die Greta-Doppler, wir können niesen, wir können jetzt alles auffächern, und es macht alles in diesem System einen lückenlosen Zusammenhang, wenn du die Vordersprache verstehst. Oh, ja. So wie ich mache wirklich Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Aber was jetzt ganz, ganz wichtig ist, dass die zwei Hauptrollen, ich gehe mal da ganz kurz nochmal zurück, das ist jetzt ein Auszug, diese zwei Hauptrollen, das ist also hier der Jonas und die Mada. Und das sind ja verschiedene Welten, und dann gibt es nochmal ganz Traumwelten, weil die ja immer Zeitreisen machen. Und das ganze Problem von Zeitreisen. Dark vom Hintergrund ist genauso physikalisch, wie wenn du zum Beispiel Interstellar anschaust. Interstellar baut ja auf der bestehenden Vorstellung von Physik auf. Da haben wir ja auch diese Zeitreise, wo er dann zurückkommt und seine Tochter liegt im Sterben. Und das ist dasselbe.
da ist dieselbe Physik des raumzeitlichen Denkens mit drin, bloß das nicht physikalisch dargestellt ist. Aber wichtig ist, die Hauptpersonen, die sich immer wieder in verschiedenen Leben, die reisen ja durch mehrere Jahrzehnte durch, bis in die Zukunft, ist Jonas und Mada. Das ist die große Liebe. Es dreht sich alles um Jonas und Mada. Und interessant ist, dass der Jonas, wenn er ganz alt ist, wird er zum Adam und er will dann den Knoten lösen. Und da kennt sie ihn nicht in deiner Welt, in meiner Welt, wieder in einer anderen Welt. Das entspricht Adam und Eva. Drum ist Jonas am Ende in der Verschmelzung, wird er zu den Adam. Der ist natürlich gesichtstechnisch eine einzige Fratze, der ist total entstellt. Und jetzt trifft er hier wieder, kommt die Mada zu ihm in einer jüngeren Version aus einer anderen Welt. Das sind eigentlich alles nur Wurmlochreisen. Ja. Wobei das große Problem ist, dass das Wurmloch ein schwarzes Loch ist. Das ist dieses Zentrum. Das ist der Krishna. In dem sich alles abspielt, das nichts verlassen kann. In einem Traum kann nichts und niemand, was du dir ausdenkst, könnte deinen Kopf verlassen. Nein. Das ist, was ich sage, was ist das verbindende Parameter für alles, was du erlebst, egal wo du dir das räumlich oder zeitlich hindenkst. Das verbindende Parameter ist der Geist, der träumt, das bist du. Du träumst jetzt diesen Traum. Natürlich träumt jetzt nicht den Traum, die Andrea, die jetzt von dir ausgedacht hat. Es träumt auch nicht den Traum der jetzt vom Computer sitzt und sich das Video anschaut, sondern der sich alles ausdenkt. Und da haben wir das schwarze Loch, das kann nichts kann aus dem schwarzen Loch raus, das heißt, nichts kann aus dem Kopf eines träumenden Geistes herausgehen. Das ist ein ausgedachter Kopf. Absolut. Das ist jetzt diese Szene, wo ihr das erklärt und die wollen den Ursprung finden. Und darum habe ich jetzt die Stelle nochmal, das ist auch, da müsste man den Film anschauen, muss man aber nicht, weil das wirklich, man müsste alle drei Staffeln nacheinander sehen und selbst dann muss man extrem aufpassen. Was hier wichtig ist, dass es hier, sagt der Adam, erklär dir, es geht hier, das, was in deinem inneren roten Go wächst, das habe ich jetzt noch feiner gemacht, was in deinem Inneren wächst, er deutet auf ihren Bauch. Ja. Dann sagt der Adam hier in der kleinen Szene, was da drinnen wächst. Und Go heißt ja Bauch. Und das ist auf Rot geschrieben. Und ich mache immer, das ist Pi. Das ist die Weisheit Gottes. Das ist Gott. Das haben wir oft erklärt. Ist der Ursprung deines Knotenlebens. Und du merkst jetzt, jetzt verknüpfe ich diese ganzen Sachen hier oben, die sind hier in dem Zentrum drin. Oh Mann. So, jetzt wartet einen kleinen Moment, dann gehen wir da wieder zurück. Jetzt hole ich mir wieder die Andrea her. Und das ist jetzt, in alten Selbstgesprächen habe ich so oft gesagt, wenn wir hier diese drei Spiegel, denk wieder an unsere zwei Wände mit der Decke. Wir haben zuerst einmal eine Wand und noch eine Wand. Jetzt wissen wir natürlich, war doppelt aufgespannt, A in D heißt, ich werde hin und her schwingen. Das ist natürlich immer transversal, weil in dem Moment sieht es so aus und dann hast du eine D-Ecke, eine geöffnete Ecke. Das ist das Synthese-Spiegel. Ja. Dann hast du zuerst einmal eine Rechts-Links-Drehung und eine Oben-Unten-Drehung. Und wenn man jetzt diese Ecke, die genau gegenüberliegende Ecke, wäre jetzt dann auf der anderen Seite im Zimmer, wären zwei andere Wände, wenn du es vorstellst, die zwei Wände, die in der oberen Ecke sind, diagonal nach unten gehen, sind die zwei anderen Wände und da hast du jetzt den Boden, das heißt, Bo auf Hebräisch heißt in ihm, ist eine geöffnete Existenz. Du hast eine geöffnete Ecke und das, was dann in dir drin ist, das ist in unserem Tetraederspiegel der rote und der blaue. Ja. Und wenn wir die zwei miteinander, wenn ich jetzt ein Spiegelbild, ein Spiegel habe, der was auf dem Kopf, die Trinität ist ja eigentlich nur ein Spiegel, so wie unser Kantenspiegelprinzip, rechts-links tauscht, das der rechts-links und oben-unten dazu. Das ist die nächste Spiegelung. Wenn ich jetzt das nochmal in einen Spiegel spiegel, wo wieder rechts-links und oben-unten getauscht wird, ist es wieder, ich sage mal, ursprünglich. Ja. Aber dieser Ursprung ist im Zentrum. Das hast du in der Holo-Arithmetik. Also, wenn ich jetzt sage, hüben 3 und drüben 3, dann hast du in der Mitte 8. Ja. Das sind jetzt, wenn ich nämlich ein Tetraeder nehme, habe ich meine, die vier Seiten sind These-Seite, Antithese-Seite, Synthese-Seite, ausgedacht links, umgedreht. Mhm. Und dazu gehört jetzt, die vierte Seite ist die rote vierte Seite. Abschließend. Auf der Seite. Wenn ich jetzt mir nochmal einen hüben 3 und drüben 3 und die vierte Seite ist rot und jetzt sind die zwei roten Spiegel im Zentrum, die bilden die 8, 3, 3. Absolut, und die 2, 4 sind die 8 in der Mitte. Mhm. Hast du es jetzt ungefähr gecheckt? Ja. Und jetzt ist es definitiv so und jetzt kommen wir in die Mutation, da habe ich es ganz einfach gemacht. Da
Da habe ich zuerst einmal ein Achsenkreuz gemacht. Und wenn wir uns das Achsenkreuz denken, haben wir in vier Ecke. Mhm. Diese Ecke, diese Ecke, diese Ecke, diese Ecke. Und außen ist es unendlich offen. Und jetzt wissen wir, dass das unendliche Le und das unendliche Implodieren im Prinzip dasselbe ist. Ja, ist es. Es sind die zwei Seiten. Ja. Wenn wir die jetzt spiegeln, ist es so, dass wir uns jetzt einen geschlossenen Raum denken. Also klappen wir von unserem Achsenkreuz, da habe ich früher so kleine wie Himmel und Hölle, klappen wir diese vier Ecken nach außen, dann kriegen wir eine Quadratfläche. Ja. Jetzt ist es eingespannt, aber jetzt müssen wir genauso denken, dass jetzt das Unendliche, das außenrum war, müssen wir dann wieder nach innen genau in den Punkt reinmachen. Darum ist genau, das Unendliche. Das Zentrum ist immer, du bist immer das Zentrum, egal wo du irgendwas dir um dich herum ausdenkst, du bist immer die Mitte. Ob du sagst, um mich herum ist jetzt Leipzig, mein Wohnzimmer, die Schule, egal was. Hm. Und du siehst davon, sagst du mal immer da die Seite, wo du hinschaust, und die anderen, die sind dir in der Regel komplett unbewusst. Ja. Aber du hast nur ständig wechselnde Informationen. Das ist die Hauptaufgabe. Und das ist da alles eingepackt. Hm. Das ist jetzt still. So schaut's aus. Genau. Hast du jetzt ungefähr verstanden? Ja. Das ist wie groß, und jetzt machen wir nochmal den Udo. Wir gehen nochmal räumlich. Ich sag, wenn du dir jetzt eine Erdkugel ausdenkst, Erde steht für erwecktes Wissen. HGL steht wie eine Welle. Die Erdekugel ist eigentlich dein erwecktes Wissen, ist wie eine Welle. Genau. Das natürlich macht das ja so abstrakt, weil die zwei Seiten sind ja eigentlich zuerst einmal 16, die du nachvollziehen kannst an Möglichkeiten. Mhm. Aber das wird dann, das sind die Fülle, da komme ich nicht mehr mit. Also das geht nicht, denk ganz, ganz einfach. Und du denkst jetzt meinetwegen an einen Fußball, an einen Sandkorn, an einen Atom. Dann denkst du dir immer bloß eine Kugel. Wie groß sind diese Kugel, die du dir denkst, diese Welle in deinem Kopf drin? Selber in deinem Kopf? Es ist rein. Alles, was du siehst, befindet sich in einem absoluten Zentrum, weil die Bilder eigentlich mit Lichtgeschwindigkeit im Hier und Jetzt ändern. Darum ist es so unheimlich wichtig, dass du das chronologische Denken überwindest. Und dann musst du chatting. Und jetzt wiederhole ich kann es immer nur wiederholen, dieses einfache Beispiel, wenn die Filter weg sind. Ich frage dich, kannst du Deutsch sprechen, lesen und schreiben? Sagst du ja. Mhm. Ich meine jetzt, egal ob das Dialekt ist. Und dir muss eins klar sein. Erklär das einmal einen, der das nicht kann. Und dann weißt du, dass du jetzt wieder zeitlich gedacht, denkst du dir Vergangenheit, wo du als kleines Kind zuerst einmal so mit Geräuschen das gelernt hast von den Eltern, dann haben wir unsere 3x3 Wachstumsstufen. Wenn du in die Schule kommst, ist es zuerst einmal Grundvoraussetzung, dass du die Sprache sprichst, dass du Deutsch sprichst. Und erst wenn du sprechen kannst, rudimentär einen Wortschatz hast, kann ich dir Lesen und Schreiben beibringen. Aber wie viele Vorgänge an Wiederholungen und Bildern waren da nötig, jetzt, wenn du ganz normal zeitlich denkst, um den Zustand zu erreichen? Und jetzt sagst du ja. Kannst du rechnen? Du sagst ja. Wie viele Denkvorgänge und einzelne Facetten hast du in dir kurz aufgeschmissen und das dann verknüpft, um zu sagen können, ja zu sagen? Okay. Wenn du mich jetzt fragst, weißt du wirklich, wie die Schöpfung, die Welt, wie Gott funktioniert, sage ich ja. Und jetzt soll ich dir das in einem Leben erklären. Vollkommen unmöglich. Ja, unmöglich. Du wirst jetzt merken, die Vatersprache ist so unheimlich wichtig. Es gibt wirklich keine Zufälle. Du bist bestens gehütet. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wenn du mich jetzt sprechen hörst und du hörst mich jetzt sprechen, weil ich erkläre das den, der mich jetzt ausdenkt. Mich meine ich jetzt natürlich den Brösel Udo, das Pixelmännchen. Ja. Egal, was du bei dem Wort Udo denkst, ob du das Pixelmännchen anschaust, ob du den Lautsprecherstimme. Das Einzige, was ich von dir mir wünsche, nicht einmal verlange, dass du dir jeden Moment dich immer mehr drauf konzentrierst, was ist jetzt wirklich da und was für einen Schwall von Interpretationen liegt meine fehlerhafte Logik drüber. Absolut. Die ganzen Wertungen, alles, das ich will das und ich will jenes, sind alles nicht deine Meinung, das ist dein Schwamminhalt. Dein Glaube ist nicht deine Meinung, egal ob du ein Christ bist, ob du ein Moslem bist, egal ob du ein Katholik bist, es ist nicht deine Meinung. Das große Problem ist, das, was dein Programm in dir generiert, was du selber mit deiner Logik, die ja gar nicht deine Logik, deine Meinung ist, sondern eine Anderung, Schwamminhalt, was du generierst. Da habe ich jetzt immer, da muss ich ganz, ganz kurz nochmal dein beenden. Ich habe jetzt, ich habe vergessen zum Umschalten. Ich war immer vergesslicher als alter Mann, aber das macht jetzt nichts. Pass auf, ich tue mal ganz kurz da nochmal reinspringen. Ja. Fahre ich jetzt mal runter.
Das schreibe ich ja zur Zeit und fordere bloß ein wenig rum. Die Stelle habe ich jetzt da mit reingestellt. Pass auf, das ist jetzt interessant, das habe ich heute Morgen noch mal ein bisschen verfeinert. Im Genau. Zentrum der absoluten Mittelpunktperspektive siehst du dieses BR-Wissen erweckt jetzt raumzeitliches Wissen, das heißt ja Schwelle. Schinwell auf Hebräisch. Absolut. Das ist in E-Quadrat, C-Quadrat, ist wie dein E-Quadrat, die Tiefe von El Hayom in unserer transversalen Struktur. Okay, was sich da in den absoluten Mittelungen befindet, sich alle, das habe ich jetzt violett gemacht, ja, aus mir selbst herausgedachten bzw. herausgerechneten peripheren Mittelpunkte. Das ist ja in unserem Tetraedes ein Mittelpunkt. Und da ist hier, wir hatten doch so schön dieses Bildchen letztens nochmal reingestellt mit unserer normalen Spiegelkante, wo dann das Lämpchen oder der Würfel, glaube ich, war das immer in einem Dreieck drin steht. Da steht in jedem Dreieck steht der Würfel. Das ist jetzt flächig. Wenn du dasselbe in einem Tetraeder aufbaust, sind um dich rum lauter einzelne Tetraeder, wo sich praktisch dann der Gegenstand in einem Tetraeder befindet. Genau. Okay, kann man sich vorstellen. Ja, kann ich. Das heißt, im Hauptmittelpunkt befinden sich unendlich viele peripher herausgespiegelte Träumerkopfzentren. Genau. Das heißt, wenn ich von einem ersten Lämpchen in einem Tetraeder ausgehe und ich wehre dieses Licht und ich schaue um mich herum, sehe ich zuerst einmal um mich herum lauter Lichter und jeder dieser Lichter sitzt wieder in einem eigenen Tetraeder. Genau. Das ist jetzt immer der Rode, was du dir in einen Kopf hineindenkst, den du dir ausdenkst, der peripher ausgedacht um dich herum erscheint. Mhm. Der hat einen eigenen Mittelpunkt, wenn du diese Logik zum Denken benutzt. Genau. Aber es befindet sich alles in dem Kopf, in dem roten Kopf, der sich auch die Köpfe ausdenkt, wo ich jetzt dann sage, du sitzt jetzt, ich denke jetzt deinen Kopf, den Kopf von dem Geist, der jetzt eine ganz bestimmte Person zu sein glaubt, die jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video anschaut. Das habe ich noch so oft durchgespielt. Mhm. Und in deinem Kopf ist jetzt hier praktisch der Monitor und das ist jetzt das Bild drauf, das du siehst. Genau. Und das befindet sich aber alles in meinem Kopf, weil ich mir das ausdenke. Und wenn ich es nicht denke, ist es gar nicht. Darum bist du ja schon ich, weil du immer bist. Aber du bist halt nur in dieser ausgedachten Träumerkopfzentrum. Hm. Das ist noch nicht das absolute Mittelpunkt. Das ist ein Mittelpunkt für deine Traumwelt. Ja. Aber nicht der Mittelpunkt für alle Traumwelten. Nicht der Mittelpunkt von JCH, der vom Bücherregal steht. Ja, ja. Okay. Meine, das ist ja das Meer, ist ein nicht existierendes E-Quadrat. Räume in den Geistesfunk sind solche kleine Träumerkopfzentren. Ja. Und die wiederum sind wie aufblühende Blumen. B-Lumen heißt Lichtsein. Im Licht. Denk an mein Sternwerferbeispiel, ja, die sich ausbreiten. Jeder einzelne Geistesfunk hat eine eigene genetisch angelegte Innen-T-Raum, Spiegelraumperspektive. Ja. Meine Geistesfunken sind wie verschiedene Blumen. Jede dieser Blumen wird durch eine spezielle Gene aufgebaut. Schau mal, B-Out heißt polare Zeichen. Zeichen. Mhm. Automatismus im eigenen Selbst, da ist das Selbst mit drin, sind diese Zeichen, wenn man es rot macht. Ja. Und jetzt, da bin ich gerade am Schreiben, aber wir können das ja so stehen lassen, wie es ist. Das werde ich aber komplett anders machen. Gene bedeutet zuerst einmal spezielle Gehirnexistenzen wahrnehmen. Gehirnexistenzen wahrnehmen. Und das werde ich jetzt noch umformen. Das ist jetzt ein normales Beispiel, die Gene der Dornen einer Rose. Eine Rose hat ja gewisse, ich sag mal, eine Donne wäre jetzt ein gewisser Charakter, Abi. Ja. Mit dem Charakter baust du um dich herum in deinem Körper zum Beispiel Dornen auf. Ja. Diese Genstruktur, die in der Rose, im Rosencharakter drin ist, wirst du in der Tulpe nicht finden. Genau. Die Gene in der Tulpenzwiebel wiederum sind in einer Rose nicht zu finden. Ja. Das heißt, jeden Menschen, den du dir ausdenkst, hat einen eigenen Schwamminhalt. Das gleiche gilt für Gematria-Methoden, habe ich gesagt, da mache ich aber dann divinatorische Systeme für divinatorische Systeme. Ob wir jetzt Astrologie machen, ob wir Tarot machen, ob wir Gematria, da gibt es ja verschiedene Gematria-Methoden, Auslesungen. Sie können nicht überall angewendet werden. Ja. Du musst das allumfassende Solo-Feeling. Ja. Okay? Mhm. So, jetzt tue ich einmal das Bild wieder wegmachen, das jetzt die ganze Zeit mitgelaufen ist. Aber das passt schon. Im Kleinen, das ist also hier, das ist, wenn man das einmal gecheckt hat, das ist wie, wenn du wirklich Rechnen verstanden hast, dieses Ja, das du sagst, ist eben, weil du viele kleine Facetten dir angeeignet hast. Ich sag's doch mal mit Zellen, dass du Zellen lernst bis 10, dass du das Alphabet lernst, wenn du lesen, schreiben magst. Und genauso ist es mit Holofeeling. Wobei jetzt sage ich definitiv, das Thema hat man, wir sind jetzt weg von, haben ein paar Lieder angehört. Du hast die Grundlagen, du merkst, wenn ich
dich darauf hinweist, siehst du es ja schon. Dir fällt es bloß selber nicht auf, weil noch zu viel Filter da sind, weil es kompliziert ist. Und was ganz wichtig ist, dass das ganze Spiel passiert digital. Das heißt, es gibt in einer Traumwelt, weil du wirklich eine Matrix, du bist jetzt wie in dem Film Matrix, dein Traum wird computergeneriert, ja, und dein Programm, deine Gene, ich sage immer, deine Datei, dein Buch, dein Schwamminhalt bestimmt letztendlich die Traumwelt. Du bist der Computer, du hast jetzt zurzeit eben das Programm des Lebens laufen, das du zurzeit durchlebst. Mhm. Wir können jetzt wie in einem Computerspiel, wir sind im selben Konstruktprogramm. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeinen nehme, von wo wir uns ausdenken, die du dir ausdenkst, was unsere Systeme sind von dir, werden die, wenn die nach Leipzig fahren, werden die dieselben Häuser sehen. Das heißt, das Konstruktprogramm bleibt gleich, wie wenn verschiedene Spieler GTA spielen, die laufen immer durch dieselbe Stadt. Mhm. Aber wo die hinschauen, das heißt, was sie letztendlich für sich im Traum erwecken, sind ganz andere Sachen. Das heißt, wenn du einen männlichen Charakter spielst, der wird jeden Weiberarsch nachschauen und die Weiber schauen in die Boutiquen rein, in die Schaufenster, wo die Männer gar nicht drauf reagieren, die existieren für die Männer gar nicht. Es ist dasselbe Konstruktprogramm, aber ich sage immer wieder, der Spieler, der am Joystick sitzt, das ist die KI, die du zum Denken benutzt. Er rechnet sich überall anders hin. Du rechnest dich dann ganz, ganz individuell in diese Strukturen rein. Das ist das, was mir möglich ist. Und jetzt musst du immer wissen, was ich sage, mein Beispiel. Das ganze Wissen deiner Menschheit, das du der Menschheit zusprichst, die ganzen Fachgebiete, die Fachleute, die ja dieses Wissen nur haben, die prinzipiell, jetzt hast du mal, nur existieren diese Fachleute, Experten, herausgetretene Expertinnen, die existieren nur, wenn du sie denkst, und die werden dann so sein und das wissen, was du dir denkst. Und wenn du bloß sagst, der ist ja so gescheit, der war so viel in Physik, ich habe keine Ahnung, dann denkst du dir in der Kiste einfach ein Wissen rein, von dem du selber nichts weißt, und das ist eigentlich nur relativ dumm. Dann lieber die Kiste leer lassen. Das kommt immer aus dir. Das ist dumm, genau. Das ist, wo ich immer wieder sage, das erste Mal musst du begreifen, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht so niemanden, den ich mir jetzt ausdenke, vorwerfe, dass er so ist, wie er ist, oder dass ich mir welche ausdenke, die ich bewundere, weil die so toll sind. Die sind nämlich bloß so toll und so gescheit, weil ich mir denke, dass sie das sind. Ja. Das kann ich mir selbst als Dummkopf, kann ich mir Gescheite ausdenken, aber was mir dabei nicht bewusst ist, dass solange man ein Dummkopf ist, denke ich mir einen Gescheiten aus und dann bin ich zwangsläufig dumm. Ja. Das heißt, wenn ich Weisheit in mir trage, dann muss zwangsläufig alles, was ich mir ausdenke, weniger Weisheit wie ich sein, weil es Untersysteme sind. Ja, du bist ich, du bist das verbindende Parameter für alles, läufst aber zur Zeit, das heißt, wir können nicht sagen, unser Tetraederspiegel wäre ein Computer, und du hast zurzeit halt nur den Charakter, das Abi, das schöpferische Wissen deines Intellekts laufen. Das ist wie wenn ich jetzt sage, du hast prinzipiell im Internet unendlich viele Leben und Spiele und Filme, aber zurzeit in deinem Arbeitsspeicher läufst du jetzt bloß mit dem Programm, von dem ich, der du zu sein glaubst. Und das ist ja wieder, wenn ich jetzt auch unser Holger-Andrea-Beispiel, dass du als Spieler deine eigene Welt machst. Der Holger ist für dich ein Untersystem, der kann nicht anders sein, wie du den Holger ausdenkst, und umgekehrt genauso, wenn das Holger-Programm in dir läuft. Und wenn du Welt verändern willst, es macht keinen Sinn zu hoffen, dass du als Avatar, als Spielerfigur, als Person in deinem Traum auf andere Figuren einredest, dass sich dann die Welt verändern würde. Die Welt veränderst du, wenn du das Programm veränderst. Du musst komplett in die andere Richtung, du musst Holofeeling kennen. Ja. Da du jetzt noch in der Führerscheinprüfungsbogenwelt bist, wir machen das, ist bestens eingerichtet. Wie gesagt, der Einzige, der in dich einprügelt, das ist jetzt die Letzte, der Richter über alles bist du selber, dein blaues Ich, du bist der Richter über alles und jeden. Es wird für dich ein so einfacher Satz. Wie oft habe ich hier und jetzt gedacht, in den letzten Selbstgesprächen gesagt, ich spreche ein ganz einfaches, okay, zugegeben, fränkisches Deutsch. Kannst du dieses Deutsch nicht so nehmen, wie das normalerweise als Sechsjähriger, wenn man das sagt, ihm erklärt. Da gibt es, das macht so, das ist wie Zeichen ein Quadrat mit drei Strichen. Da sind so viele Filter drin, die dich blind machen. Wenn irgendeiner was sagt, was dir nicht passt, stürzt du sofort ab. Als normaler Mensch. Und es ist definitiv, dass es beginnt, wenn du Geist an etwas nicht denkst oder etwas nicht anschaust, existiert es für dich nicht. Okay. Es ist aber da, als Seinsmöglichkeit. Ja. Wenn du jetzt träumst und du setzt dich am Computer im Traum und gehst ins Internet, muss dir klar sein,
Wenn du träumst, kommt alles, was auf deinem Bildschirm auftaucht, aus dir selber. Aus mir selber. Das ist der erste, bevor du das nicht akzeptierst und du meinst, dass die Leute, die du dir ausdenkst, schuld dran sind, dass du dir die so ausdenkst. Nein. Dass die so sind, wie du sie dir ausdenkst. So rum. Ich nehme alle Schuld auf mich, ist die Grundvoraussetzung, dass du zu diesen JCH wirst. Ja, das ist die Verantwortung. Und man muss nichts verändern als Mensch. Die Veränderung besteht darin, dass du zum Beobachter wirst. Tierchen gucken. Seit 25 Jahren sage ich, du musst ein Tierforscher werden, der die Tierchen in seinem Traum beobachtet, die Charaktere, ohne die in irgendeiner Art und Weise zu werden. Brutverhalten, Fressverhalten, Interessen, Ablehnungen, politische Meinung, religiöse Meinung. Du schaust dir nur die Charaktere an, was in diesen Köpfen für Programme laufen. Ja. Und das sind alles Puzzlestückchen von deinem Überprogramm. Absolut. Darum geht's. Da brauche ich nicht viel Wissen. Nein. Ich brauche Bewusstsein. Ich muss Bewusstsein sein. Ja. Das, was ich zurzeit gerne mache, ist dieses Beispiel. Ja. Hast du deinen Händen das Bedürfnis, deinen Händen zu erklären, dass du derjenige bist, der sie in Bewegung setzt? Habe ich nicht. Und diese Hierarchie, wenn du verstanden hast, es macht keinen Sinn. Das ist es, dass ich immer sage, ich erkläre es dem Geist, der mich jetzt ausdenkt und alles, was ich jetzt erzähle, kommt aus dir. Ja, ist so. Mich wird es ohne dich gar nicht geben. Ich sage, ich bin schon lange tot, ich kann nicht mehr sterben. So, wenn ich wiederkomme, werde ich wiedergeboren in deinem Kopf. Ja. Und der Sprecher, das Pixelmännchen, der Lautsprecher, ist nicht wichtig, ob du jetzt den Udo als Pixel siehst oder als fleischlich ausgedachte Person in irgendeiner Empfindung als Fleischhaufen. Ja. Die Botschaft, die ich dir mitteile, ist wichtig. Es dreht sich letztendlich alles um dich, um den, den ich das erkläre. So. Boom. Ja, das war's jetzt. Kurz und bündig. Okay, Super. Kleines. Super. Ich sag dann tschüss.